Hier wieder angekommen, wir waren gerade in Phuket Town, war schon wieder anstrengend. Hat 4 Stunden gebraucht, obwohl es mir so kurz war. Nicht mal gefälschte Nike-Schuhe. Ja, und nicht mal gefälschte Sachen gekriegt, also wirklich, da waren alles Kontrollen. Maja ist nur am Rummeckern, Alter. Echt ganz schlimm, ey. Meckert hier über mein Fahrstil die ganze Zeit. Das ist unglaublich. Weißt du, ja, weil ich auch nicht fahren kann. Bei den Thais meckert er nicht, aber mir meckert er die ganze Zeit. Nee, ich mecker die ganze Zeit. Jo, Alex und Andi. Jo. Vollkommen fertig, ja, ich mache mal lieber die Sonnenbrille auf. Gestern haben wir wieder tief ins Glas geschaut. Ach, Whisky. Boah. Alex besonders. Ich war eigentlich ziemlich nüchtern, ey. Nein, war alles. Das war ganz brav. Also bis auf ein paar Ausrutscher war es ein cooler Abend. Ja, und jetzt fahren wir auch Richtung Norden und wollen uns die Träume... Vorher waren wir im Süden. Ach ja, genau. Ach, Schnorcheln haben wir auch richtig geile Videos gemacht. Ey, Schnorcheln war Hammer, Alter. Und Kugelfische, eine kleine Muräne habe ich gesehen. Und das schlimmste und gefährlichste Situation, die wir jemals hatten. Der Feuerfisch. Und ein Rotfeuerfisch, genau, Alter. Der war richtig übel, Alter. Da hat Maja sofort Panik geschoben, Alter. Nein, ich hatte. Ich bin aber auf jeden Fall Abstand genommen. Aber ich wollte ihn streicheln. Genau. Maja ist der Rotfeuerfischstreichler. Der lässt sich da nichts. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt ab. Ich habe mir hier ein neues Cappy gekauft, LA und Chicago Bulls Trikot. Jetzt geht's ab, Alter. Jetzt fahren wir mal los, hier unsere geilen Roller hier. Haben wir die eigentlich schon mal gezeigt? Hier, da sind sie, das sind unsere Heizen. Machen wir heute mal ein Street-Video, Alter, oder? Nee. So. Das ist völlig Aufwand, das, das Ding da ranzumachen, ey. Okay, jetzt sind wir im Gibbon Nationalpark hier. Hier werden die Gibbons rehabilitiert. Gucken wir uns jetzt mal an. Genau, die kleinen Dinger. Mal sehen, was hier abgeht, sage ich euch. Aber man ist ja so heiß. Wir haben gerade einen richtig geilen auch Nationalpark, Meeresnationalpark, der war auch richtig Bombe. Und jetzt sind wir hier bei den Gibbons. Da sind sie irgendwo. Wo sind denn die Gibbons? Hier kann man nicht hochlaufen. Darf man gar nicht hochlaufen. Der ist heute geschlossen, glaube ich, der Gibbon Park, ey. Ist doch voll kacke, ey. Wie spät ist jetzt? Jetzt latschen wir mal hoch. Da ist der Major. Mach grad ein paar Fotos. Ja, mach mal Fotos von mir, Alter. So geil hier, Alter. Hier gehen wir nochmal mit festem Schuhwerk hin und dann klettern wir ganz nach oben, Mann. Angekommen. Ist ja nicht so riesig, das Teil. Ja, mach ich ja gleich. Guck mal, der Baum da sieht ja geil aus, der bei den Dings hier über den Stein gewachsen ist. Boah, ist das mies hier. Jo, die beiden Tölpel wieder unterwegs. Jo, auf jeden Fall sind wir jetzt irgendwo latschen wir hier lang. Gestern haben wir so einen richtig, sind wir den ganzen Tag rumgefahren, waren überall, Alter. Haben wir, die Scheißerei gab's von gestern. Ja, aber Gibbons wollten wir uns angucken, da haben wir alles gefilmt, Wasserfall waren wir und so. Aber heute, Alter, ging's uns richtig dreckig, Mann. Wir haben irgendwas gegessen in so einem Einkaufszentrum, so ein Schweinefuß. Andi hat ja, ich habe Finger in den Hals gesteckt. Ja, Mann, die war so schlecht. Ich habe gesagt, dann muss raus, Mann. Sonst ist das ja noch schlimmer. Ich habe eine riesen Portion davon gegessen, Alter. Das war ja der Scheiß. Dann Finger in den Hals gesteckt, Wasserflasche getrunken, nochmal Finger in den Hals gesteckt. Damit richtig Magen ausgepumpt ist, ja. Gut, denkst hier, Olle Meier hat halt auch Durchfall. Aber die an der Rezeption hat mir ein Wunder-Zaubergetränk gegeben. Und jetzt geht's mir schon wieder viel besser. Korrekt. Alles wieder super, Mann. Wir sind doch wieder weiterhin. Geht's einem schlecht und dann geht's wieder gut. Wir sind weiterhin auf der Suche nach den ominösen Oakland Raiders Cap. Ja, das wird die Urlaubsaufgabe. Das ist ja wirklich, das ist die Urlaubsaufgabe. Das ist
Ich schaff's wirklich. Wir suchen und suchen. Das ist, aber irgendwo finden wir es. Wette ich mit dir. Hier, ich habe mir schon so ein LA-Dings gekauft. Auch nicht schlecht. Da war kein LA-Ding auf der Straße, Alter. Was? Auf der Straße. LA habe ich auch gesehen, ja. Ich habe schon überlegt, ob ich anhalte mit dem Hole, Alter. Naja, und heute werden wir auf jeden Fall wieder Massage, glaube ich mal. Massage ist ja immer gut. Ja, Massage ist immer gut. Man hat sich gestern auch massieren lassen, aber... So, jetzt bin ich hier beim Gibbon Resort. Und jetzt ist es hoffentlich offen und wir können uns mal die Gibbons alle reinziehen. So, und jetzt schauen wir uns. Hier sind die ganzen Restaurants, die richtig Ranzklos, die ich letztes Mal schon gut beachtet. Und jetzt geht's zu den Gibbons. Da geht die Treppe hoch und gleich mache ich nochmal ein Video. So, jetzt bin ich hier bei den Gibbons. Die sind alle gerettet worden. Da ist ein Gibbon. Och, der hat nur einen Arm. Och. Ist das gemein, ey. Da baumelt auch noch einer rum an seinem Teil da. Wie niedlich. Der hat nur einen Arm. Traurig. Der gammelt da richtig faul rum, ey. Hier haben wir einen Tausendfüßler. Sowas läuft in Thailand mal so einfach über den Weg. Eben habe ich eine Agame gesehen, wie sie eine Gottesanbeterin gefuttert hat. Wir sind auf dem Weg zum Wasserfall. Das ist der Hammer hier. Guckt euch das an. Das ist ein richtiger Urwald. Da laufen auch zwei Leute noch. Eben war ich bei den Gibbons. Und jetzt geht's weiter nach oben. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin hier am Wasserfall. Aber ich gehe noch höher, wo keine Menschen sind. Hier bleiben die meisten Menschen stehen. Ich gehe jetzt den Weg hier hoch. Und gehen auf die dritte und vierte Ebene. Wenn ihr eine Vorstellung von dem Weg hier habt. So. Also Weg kann man es nicht mehr richtig nennen. Ist ein riesiger Bambuswald hier. Richtig geil. Für sowas kommt man nach Thailand. So, das hat man auf Koh Samui leider kaum gefunden. Da war alles schon abgeholzt. Aber hier ist echt geil. Ich bin jetzt hier bestimmt über eine halbe Stunde hoch in den Urwald gelaufen. Also ich kämpfe mich hier durch. Eine Machete wäre hier nicht schlecht, aber ich will hier nichts beschädigen. So, hier weiß ich auch nicht, wo es hier lang geht. Da unten könnte man lang. Hier geht es auf jeden Fall nicht lang. Jetzt muss man hier runter. Ja, und hier könnte überall eine Schlange lauern. Oder sonst was. Ich werde jetzt noch da runter gehen und dann werde ich mal gucken, ob ich endlich wieder zum Wasser komme. Oh, das heißt, mittlerweile laufe ich schon hier durch den Urwald bestimmt eine Dreiviertelstunde. Und es nimmt kein Ende. Ich dachte, irgendwann ist der Weg mal vorbei und ein Wasserfall kommt wieder, aber irgendwie ist das nicht. Ist das sehr, sehr geil hier. Aber langsam geht es schon an die Substanz, wenn man hier so bei der Luftfeuchtigkeit und bei der Hitze hier rumjettet, ey. Puh! Ich sag's euch, Alter, ich bin echt fertig. Aber ich werde es schaffen. Guck mal, da ist ein fetter Baum. Geiles Ding, guckt euch das an. Guckt euch den Baum an. Das ist ein Mammutbaum. Guck, wie hoch er geht. Oh, hat ein paar Schlingfeigen drumherum. Ah, die können so einen großen Baum nichts an.
Ah, ist das schön hier. Und das ganz allein. Und so, ich bin jetzt hier so im Kloster. Und ich besuche das hier. Hier ist aber so eine Hundegang, die hier das bewacht. Da habe ich mich erstmal woanders hingestellt mit dem Roller, damit ich schnell abhauen kann, falls sie mich hier angreifen. Bellen hier rum, die Fecker, Alter. Aber nee, ganz lieb eigentlich. Dann selber eine Optik, glaube ich, dass auf einmal hier einer antrabt. Hier ist nämlich kein Mensch. So, zweite, jetzt haben wir hier mal. Sieht da. Kloster, ich ein Tempel, das ist kein Kloster. So, hier haben wir irgendeine schöne Stele. Was haben wir hier? Auch wieder irgendwas Schönes. Und hier waren eben die Hunde, hier ist die Hundebande gleich irgendwo. Die sind aber ziemlich schnell abgezogen, aber haben lauten Abzug gemacht, haben auf jeden Fall gebellt, während sie abgezogen sind. Vielleicht genervt, dass ich hier war. Naja, die Eien das Recht machen. Da ist natürlich der Buddha, wie immer. Überall lauern die Hunde, da hat auch schon wieder einer rumgeguckt, gleich abgezischt. Die haben das hier alles übernommen, den ganzen Tempel. Und meckern rum, wenn irgendwelche Menschen kommen und sich den mal anschauen. Da stört man sie in ihrer Ruhe, kommt mir so vor. Okay. So, ich bin jetzt auf dem Festland von Thailand. Ich bin über die Brücke gefahren, über die Phuket, die Sarasin Bridge. Ich muss ehrlich sagen, bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, die wäre viel, viel länger. Ey. Ich wusste gar nicht, dass Phuket so nah am Festland dran ist. Das ist ja hier, wenn ihr euch mal guckt, ist es eh, Alter, 500 Meter oder ein Kilometer ist es, glaube ich, nicht. Aber der Sandstrand sieht wieder so geil aus, ey. Hammer. Hammer. Hier die ganzen Verweselungen da, oder? Sehr geil, hier ist wie so ein Fluss. Also da gibt es Flüsse, die in Deutschland größer sind. Trotzdem schön hier. So, jetzt bin ich auf jeden Fall am nördlichsten Zipfel von Phuket gewesen. Und jetzt werde ich mich auch wieder auf dem Rückweg machen und noch ein paar Tempel mir angucken auf dem Rückweg. Werde ich aber auch wieder ein Video von machen. Und ja, dann geht der Urlaubsblock weiter. Ciao. So, ich bin jetzt hier auf dem Aussichtspunkt kurz vom Big Buddha. Den sieht man hier gerade nicht durch das Gebüsch, der ist ganz oben. Hier ist einer der höchsten Stellen von Phuket, glaube ich. Meiner Pisser ist heute einfach alleine auf dem Aussichtspunkt. Ich habe mir zusammen was gebucht. So, ja. Ist schick hier, sehr schick. Aber ich gehe jetzt noch wieder. Am Sonntag habe ich mir einen Tauchtrip gebucht. Freue ich mich auch schon drauf. Danach kann ich auch so mein Ding machen, ey. Jetzt sind wir hier beim Big Buddha und der ist wirklich big. Das ist unglaublich groß. Jetzt gehe ich erstmal rum, dass wir ihn von vorne auch sehen, aber das ist schon echt ein Riesenteil. So, warte, wo ist der Big Buddha hinter mir? Da. Das ist ein riesen Ding. Wir laufen jetzt, also ich laufe jetzt hier weiter. Hier sind viele Verhaltensregeln aufgeführt. Und ja, jetzt bin ich gleich oben. Und es sind Menge Geschäfte und alles sowas. Ich hole gleich mal eine Kokosnuss. Die kann nie schaden bei dem Wetter. Mein Arm ist völlig verbrannt, Alter. Ich merke das richtig, der ist richtig zerbrannt. Alter, der pellt sich bestimmt nachher, ey. Ich guck mal, was hier eine Kokosnuss kostet. Mal schauen. Jetzt vor dem großen Bruder, hier wird alles noch gebaut.
Jetzt gehen wir mal hier auf den Aussichtspunkt. Da kostet es jetzt Eintritt oder was? Hier hängen einfach ein paar Affen rum. Habe ich eine Chipstüte gegriffen, ey. Ja, das sind wilde Affen. Mal segnen lassen von Mensch. Hier. Jetzt bin ich auf dem Weg nach oben zum Big Buddha auf dem Viewpoint. Mal den ganz großen Buddha von nahen betrachten. Da werde ich mich auch noch mal schön hinsetzen und dann fahre ich hier zurück ins Hotel und mache noch einen kleinen Strandtag. So, jetzt sind wir ganz oben. Das ist echt ein Riesenteil, muss man sagen. Baustelle rums Ring hier. Hat echt noch viel gebaut. Das ist alles noch längst nicht fertig. Steine kaufen, wo man dann seinen Namen reinschreibt. Ich glaube, da ist es. Da kann man sich Steine kaufen, seinen Namen reinschreiben und dann wird der hier mit eingebaut. So, hier. Kann man aber ganz pucket gucken fast. Da ist ein Skink. Ich habe den eigentlich die ganze Zeit schon aufgenommen, aber irgendwie höre ich das nicht richtig raufgedrückt. Da ist er. Jetzt steckt er sich da hinter den Felsen.